Fußball-Bundesliga. Prognose für den Spieltag am 11.04.2009. Autor Seltsam Genzi. Endresultat Endstand Deutschland 1. Bundesliga Endresultat Endstand. Die Prognosen sind in zwei Sparten aufgeteilt, und zwar: Erstens die Prognosen für den Endstand des kommenden Matches. Zweitens die Prognosen für den Halbzeitstand des kommenden Matches. Es ist dabei unbedingt zu beachten, dass die Prognosen jeweils für das Team erstellt sind, also insgesamt zwei Prognosen pro Match. Beim Tippen oder Wetten müssen Sie gegebenenfalls die entsprechenden Prognosen umformulieren, je nach Spielpaarung. Wenn es in der Prognose zum Beispiel heißt Berlin Hertha 2:1 und für Bielefeld 1:0, so gilt das immer aus Sicht des Teams. Wenn dann die Spielpaarung heißen würde, Berlin Hertha gegen Bielefeld, wäre zu tippen, Berlin Hertha mit Tipp 2:1 und 0:1. Würde hier zum Beispiel die Spielpaarung Bielefeld gegen Berlin Hertha lauten, dann müsste der Tipp für Bielefeld lauten, 1:0 oder 1:2. Die nachfolgenden Prognosen für jedes einzelne Team müssen also entsprechend der angesetzten Spielpaarung gestaltet und getippt werden. Hier nun die Prognose für das kommende Match für jedes einzelne Team. Berlin Hertha 2:2 oder Tipp 0. Bielefeld 0:1 oder Tipp 2. Bochum 1:1 oder Tipp 0. Bremen-Werder 1:1 oder Tipp 0. Cottbus 1:2 oder Tipp 2. Dortmund 2:1 oder Tipp 1. Frankfurt 1:1 oder Tipp 0. Hamburg 2:1 oder Tipp 1. Hannover 2:3 oder Tipp 2. Hoffenheim 1:1 oder Tipp 0. Karlsruhe 0:0 oder Tipp 0. Köln 1:1 oder Tipp 0. Leverkusen 1:1 oder Tipp 0. Mönchengladbach 2:1 oder Tipp 1. München-Bayern 2:1 oder Tipp 1. Schalke 2:1 oder Tipp 1. Stuttgart 3:2 oder Tipp 1. Wolfsburg 5:0 oder Tipp 1. Als letzter Spieltag wurde bei diesen Endresultat-Endstand-Prognosen berücksichtigt der 4.4.09. Und hier zur Information, wie die Teams an diesem Spieltag Endresultat-Endstand zuletzt am 4.4.09 gespielt haben. Berlin Hertha 1:3. Bielefeld 0:2. Bochum 1:2. Bremen-Werder 4:1. Cottbus 1:2. Dortmund 3:1. Frankfurt 2:1. Hamburg 1:0. Hannover 1:4. Hoffenheim 0:1. Karlsruhe 0:0. Köln 0:2. Leverkusen 2:0. Mönchengladbach 0:0. München-Bayern 1:5. Schalke 2:0. Stuttgart 2:1. Wolfsburg 5:1. Endresultat Endstand Deutschland 2. Bundesliga Endresultat Endstand. Die Prognosen sind in zwei Sparten aufgeteilt, und zwar: Erstens die Prognosen für den Endstand des kommenden Matches. Zweitens die Prognosen für den Halbzeitstand des kommenden Matches. Es ist dabei unbedingt zu beachten, dass die Prognosen jeweils für das Team erstellt sind, also insgesamt zwei Prognosen pro Match. Beim Tippen oder Wetten müssen Sie gegebenenfalls die entsprechenden Prognosen umformulieren, je nach Spielpaarung. Wenn es in der Prognose zum Beispiel heißt Aachen 2:1 und für Aalen 1:0, so gilt das immer aus Sicht des Teams. Wenn dann die Spielpaarung heißen würde, Aachen gegen Aalen, wäre zu tippen, Aachen mit Tipp 2:1 und 0:1. Würde hier zum Beispiel die Spielpaarung Aalen gegen Aachen lauten, dann müsste der Tipp für Aalen lauten, 1:0 oder 1:2. Die nachfolgenden Prognosen für jedes einzelne Team müssen also entsprechend der angesetzten Spielpaarung gestaltet und getippt werden. Hier nun die Prognose für das kommende Match für jedes einzelne Team. Aachen 2:2 oder Tipp 0.
Aalen 0:1 oder Tipp 2. Augsburg 0:1 oder Tipp 2. Duisburg 2:1 oder Tipp 1. Frankfurt FSV 1:1 oder Tipp 0. Freiburg 1:1 oder Tipp 0. Fürth Greuth 1:2 oder Tipp 2. Ingolstadt 0:1 oder Tipp 2. Kaiserslautern 1:1 oder Tipp 0. Koblenz 2:1 oder Tipp 1. Mainz 2:1 oder Tipp 1. München 1860 2:2 oder Tipp 0. Nürnberg 2:1 oder Tipp 1. Oberhausen 2:1 oder Tipp 1. Osnabrück 1:1 oder Tipp 0. Rostock 1:1 oder Tipp 0. St. Pauli 2:2 oder Tipp 0. Wiesbaden-Wien 0:1 oder Tipp 2. Als letzter Spieltag wurde bei diesen Endresultat-Endstand-Prognosen berücksichtigt der 3.4.09. Und hier zur Information, wie die Teams an diesem Spieltag Endresultat-Endstand zuletzt am 3.4.09 gespielt haben. Aachen 1:0. Aalen 1:1. Augsburg 1:1. Duisburg 0:1. Frankfurt FSV 0:2. Freiburg 1:1. Fürth Greuth 0:1. Ingolstadt 1:1. Kaiserslautern 1:1. Koblenz 0:2. Mainz 1:0. München 1860 1:1. Nürnberg 2:0. Oberhausen 1:1. Osnabrück 1:1. Rostock 2:0. St. Pauli 1:3. Wiesbaden-Wien 2:1. Endresultat Endstand Deutschland, 3. Bundesliga Endresultat Endstand. Die Prognosen sind in zwei Sparten aufgeteilt, und zwar: erstens die Prognosen für den Endstand des kommenden Matches. Zweitens die Prognosen für den Halbzeitstand des kommenden Matches. Es ist dabei unbedingt zu beachten, dass die Prognosen jeweils für das Team erstellt sind, also insgesamt zwei Prognosen pro Match. Beim Tippen oder Wetten müssen Sie gegebenenfalls die entsprechenden Prognosen umformulieren, je nach Spielpaarung. Wenn es in der Prognose zum Beispiel heißt Aalen 2:1 und für Aue 1:0, so gilt das immer aus Sicht des Teams. Wenn dann die Spielpaarung heißen würde, Aalen gegen Aue, wäre zu tippen, Aalen mit Tipp 2:1 und 0:1. Würde hier zum Beispiel die Spielpaarung Aue gegen Aalen lauten, dann müsste der Tipp für Aue lauten, 1:0 oder 1:2. Die nachfolgenden Prognosen für jedes einzelne Team müssen also entsprechend der angesetzten Spielpaarung gestaltet und getippt werden. Hier nun die Prognose für das kommende Match für jedes einzelne Team. Aalen 1:2 oder Tipp 2. Aue 1:0 oder Tipp 1. Braunschweig 0:1 oder Tipp 2. Bremen 2:1 oder Tipp 0. Burghausen 0:1 oder Tipp 2. Berlin Union 2:0 oder Tipp 1. Dresden 2:1 oder Tipp 1. Düsseldorf 1:1 oder Tipp 0. Emden 0:1 oder Tipp 2. Erfurt 1:2 oder Tipp 2. Jena 0:1 oder Tipp 2. München 2:0 oder Tipp 0. Offenbach 2:0 oder Tipp 1. Paderborn 1:0 oder Tipp 1. Regensburg 1:1 oder Tipp 0. Sandhausen 1:1 oder Tipp 0. Stuttgart Kickers 0:1 oder Tipp 2. Stuttgart 2:1 oder Tipp 1. Unterhaching 2:1 oder Tipp 1. Wuppertal 1:0 oder Tipp 1.